Hallo liebe Panthers-Fans und Elbkick-TV-Zuschauer. Wir wollten euch so ein bisschen die Hintergrundkulisse der Panthers zeigen. Das ist übrigens mein Zimmer, ein bisschen chaotisch, so wie man Visionäre kennt. So sind sie. Und Visionäre brauchen auch natürlich größere Zimmer. Wir gehen mal hier ein weiter. Das ist ein Zimmer von mir und das ist mein zweites, mein Gästezimmer. Ich habe ja auch so viele Gäste hier. Wir gehen weiter. Ah! Guck mal, wen wir hier sehen. Hey. Das ist vielleicht unser wichtigster Mann. Nicht unser vielleicht. Okay, unser wichtigster Mann, unser Vizepräsident, Ramazan Özen. Ja. Der kümmert sich um die Wäsche, von der Wäsche bis zur Organisation. Ja. Eigentlich alles. Ne? War auch gestern Anreise, mal. Abreise, genau. Toilettengang, Essen, alles. Er ist für alles verantwortlich. Ganz wichtiger Mann. Ohne ihn läuft hier gar nichts. Und weiter geht's. Imad Mokadem, unser ältester Spieler, aber auch unser Schönling. Ja, genau. Ne? Diese Lippen, die hat keiner. Kann ich bitte hier ranzoomen? Was machst du da eigentlich? Er ist übrigens Architekt, will unser Stadion bauen. Falschraum, hast du doch gesagt. Achso, ja. Die Tribüne guckt. Aber nicht, ja genau, in die falsche Richtung. Richtung Parkplatz. Da müssen wir noch ein bisschen dran fallen. Frank? 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 Ja, ist schwer beschäftigt, Taktik und Aufstellung. Nicht so viel Zeit. Frank? 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 Ah, da kommen wir zu unseren beiden Diven. Oder nur, doch, da drin. Das ist Stefan Winkel. Ja. Stefan, Fuß. Er wurde gestern, mein Schüler, vorgestern, mein Schüler. Geprankt. Er ist mein Schüler. Er hat sich eine kleine Vorabgeschichte, er hat sich damals bei mir angeboten, hat er gesagt, Unoder Abi, darf ich bei dir in die Mannschaft? Da habe ich gesagt, ja, komm mal zum Training, gucken wir uns das an. Sein Nasen hat er sich nicht schlecht gemacht. Groß. Er lügt ja viel. Ich denke, ab hier ist Cut, weil wir müssen uns konzentrieren. Und ja,